Willkommen zurück zum dritten Part von Mickey's Speedway USA für den Nintendo 64. Jetzt mit dem schwierigsten Cup und ziemlich assi Strecken. Und ich habe gerade eben zwischen den Parts nochmal kurz nachgeschaut, auch wenn nach wie vor wahrscheinlich fast keiner von euch das Spiel hat, wo diese einzelnen Autoparts waren. Ich hatte nämlich was falsch gesagt, und zwar auf der ersten Strecke Indianapolis war es nicht nach der Brücke, die kam, sondern nach dieser Tunnel-Linkskurve, war dann gleich links auf der Seite irgendwo so eine kleine Einbuchtung. Und in Philadelphia, dieser Hafenstrecke, war in dem großen Schiff rechts irgendwie in einer Kiste noch ein Teil. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich das noch gesagt haben. Okay, also wir sind hier auf Hawaii, da kam ja der Barack Obama her. Na gut, der nicht, aber der Barack. Und die Kokosnüsse sind nicht nur dekorativ da, das sind wirklich unüberwindbare Hindernisse wie im echten Leben. Wenn man gegen eine Kokosnuss fährt, dann hast du den Totalschaden im Auto. Und ja, die Strecke ist ja teilweise etwas sehr eng, wenn man wirklich nur den befahrbaren Teil sieht, wie zum Beispiel hier, diese braunen, der grünliche Teil, bremsen einen ziemlich ab. Genauso wie diese blöde Regenwolke. Die kommen irgendwie am öftesten gerade auf den Strecken, wo es eigentlich am trockensten sein müsste, aber naja. Ja, Hawaii mit Doppel-I. Wenn die das zweite A weglassen, dann haben sie noch einen halben Nintendo-Namen mit drin. Voll abgeguckt, ey. Weil da wir haben die einfach bloß Hawaii genommen und ein paar Buchstaben gestrichen, ey. Ist ja voll öde. Aber ich finde, die sollten definitiv bei den nächsten Konsolen irgendwelche völlig anderen Namen benutzen. Also, ich finde, na gut, beim DS notfalls okay. Wobei da am Anfang auch viele jetzt nicht gewusst haben, dass das was Neues war. Das war ja am Anfang auch sehr schleppend, wobei das auch zum Großteil an den Spielen lag. Aber bei der Wii U, das haben ja bis heute viele noch nicht verstanden, dass das eine neue Konsole ist. Da müssen sie echt mal irgendwas völlig anderes namenstechnisch nehmen, aber wird noch ein paar Jährchen dauern, bis das soweit ist. Okay, auf nach Oregon. So, Oregano, nur ein bisschen anders. Und hier sind ein paar wirklich enge Stellen. Werdet ihr gleich sehen. Na, ich hab den Start aber nicht gekriegt. Das ist ein desaströses Ereignis. Und ja, die Strecke ist schon echt hardcore. Werdet ihr gleich sehen. Anfang geht noch einigermaßen, aber man auch schon ziemlich aufpassen muss. Hier rechts aufs Grüne darf man nicht fahren. Das zählt irgendwie schon als toter Bereich. Und hier wird jetzt kritisch. Vor allem auf dieser Brücke. Ah, Mist. Da ist auch ein Gegner abgesunken. Okay, nochmal Neustart. Ja, man hat ja begrenzte Anzahl von Versuchen, darf man nochmal neu starten. Beziehungsweise, wenn man Fünfter oder Sechster wird, muss man neu starten. Also, falls euch nicht aufgefallen ist bisher, es sind nur 6 Fahrer. Aber man hat zu Beginn des Spiels auch nur 6 Fahrer zur Verfügung. Aber es stört eigentlich nicht allzu sehr. Nein! Was mache ich hier für einen Schmarrn? Diese Schmarrn ist das. Das war so eine der Strecken, wo ich als Kind immer dann echt viel üben musste, bis ich über diese blöde Brücke kam, weil die einfach halt wirklich, die ist, ja, haarscharf und ich fahre einen Scheiß zusammen, aber nee, das Team als, oh, das setzt mich ja weit hinten ab. Jetzt setzen wir das mal durchziehen. Weil für den Fall, dass auf den anderen Strecken auch noch irgendein Scheiß passiert, will ich wenigstens dort noch meine Versuche übrig haben. Ist natürlich ziemlich peinlich, dass ich hier wirklich so wahnsinnig aus der Übung raus bin. Aber dafür bekomme ich jetzt einen Stern sozusagen. Da ist der Auwatt. Und noch ein Turbo. Das Problem ist nur, wo setze ich denn ein? Dann machen wir am besten hier gleich. Und weiter hinten weiß ich nicht mehr, was ich damit groß anfangen soll. Na gut, nach der Brücke geht's wieder. Und zack! Ja, also da kann mir keiner erzählen, dass das die Kinder damals jetzt so einfach hingekriegt haben, diese Strecken. Da muss man schon echt üben. Und die Spieler heutzutage werden da total überfordert, glaube ich. Die sind ja gar nicht mehr gewöhnt, dass ein Spiel einem nicht alles schenkt. Mini, der dumme Kuh, kannst ruhig mal ein bisschen Platz machen. Nein! Oh! Okay, das wird ganz schrecklich. Und trotzdem die blöde Wolke, obwohl wir das Dritter sind. Nein!
Okay, das war tendenziell eine Katastrophe. Aber das ist natürlich zur Unterstreichung, dass es hier wirklich schwierig ist. Mensch, jetzt stehe ich vor allem im schlechten Lichter. Aber es ist natürlich noch nicht aller Tage Abend. Es kommen ja noch schwerere Strecken. Beginnend mit Texas. Vielleicht können wir ja Sandy Cheeks oder George W. Bush hier besuchen. Gut, ich glaube es eher weniger. Aber ja, die Strecke ist schon, ja, auch recht dünn an einigen Stellen. Und dafür sind die Kurven etwas länger. Aber hier muss ich auch wieder ein bisschen abbremsen mit Goofy. Mensch. Hier links kann man auch abkürzen, wenn man Turbo hat, über die Wiese. Aber das. Nee. Okay, gut, hier brauche ich den Versuch. Also jetzt muss alles klappen. Beziehungsweise wenn was nicht klappt, muss ich jetzt wenigstens Vierter werden, um noch weiterzukommen. Mein Gott, desaströs. Ja, also wenn man hier die Abkürzung über die Wiese machen will. Also nur mit einem Turbo, das muss man echt geübt haben. Und das ist gar nicht so einfach, weil du kannst ja im Time Trial hast du ja keinen Turbo. Also nicht wie in Mario Kart, dass du hier irgendwie einen Pilz kriegst oder drei. Du musst hier den Time Trial ohne Items fahren. Und deswegen ist das nicht so einfach zu üben. Ich denke mal, mit dieser Blase geht es einigermaßen, aber es trotzdem wegen den zwei Häusern ist die Abkürzung auch schwierig. Also ich bin hier selber fast nie gefahren, weil ich auf dem ersten Platz sowieso sowas nicht kriege. Ja. Die Musik ist dafür sehr happy gerade. Und es wird ja auch suggeriert, es gibt hier nichts anderes außer Wüste und die Ölwirtschaft. Alles Dreck hier. Na gut, hier ist ein bisschen Wiese. Damit der Eindruck doch nicht zu schmutzig ist. Ja, das war gerade ein bisschen riskant, da einfach den Baseball da so durch das enge Gebiet da zu zischen. Und das war, glaube ich, auch eine blödere Idee. Oh, ich hoffe, dass da ein Gegner reinfährt, sonst wird das später für mich richtig Bredouille. Ah, und sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wurde gerade interrumpiert in meinem Frieden, in meinem Zimmer. Und ich sehe gerade auf der Karte, dass die Gegner mir wirklich total hinten an den Füßen kleben. Also, es ist echt krass. Also, wenn ihr so fahrt wie ich jetzt gerade, dann gewinnt ihr gerade so nur. Also, das ist schon ordentlich schwer. Und nein! Ah, nein! Oh! Mann, das gibt's doch nicht. Ich hätte das echt nicht tun sollen. Ah, ich döte. Na gut, habe ich mir jetzt selber verbockt. Das muss ich so hinnehmen, da habe ich verkackt. Na gut, wenn ich jetzt die letzte Strecke gewinne, passt es noch. Und die letzte Strecke gewinne ich eigentlich meistens. Weil da kann man sich schon einen gewissen Vorsprung erkaufen, wenn man gut genug ist. Da gibt es auch eine Abkürzung, die man, wenn es nicht regnet, hinkriegt. Hier auf Colorado. Und ja, hier kommt jetzt erstmal diese engste Kurve, die hier, da muss man unbedingt abbremsen. Und da dürfte Kater Carlo, meine ich, runterstürzen. Dann gibt es noch ein paar andere fiese Kurven. Ja, ich habe gerade gesehen, unten rechts, Kater Carlo, dieser orangene Punkt, ist runtergeflogen. Deswegen wird es ja leider dann irgendwann recht oft regnen, weil der halt die Wolke mal kriegt, weil er so weit hinten ist. Und jetzt die Abkürzung, da musst du auch erstmal drauf kommen. Du musst im letzten Moment so ein bisschen rumdriften nach zur linken Seite. Also rechts driften nach links, wie halt üblich. Und dann reicht das. Weil normal nur drüber fahren ist, glaube ich, nicht drin. Ich glaube, da fliegt man meistens runter. Ja. Scheiße. Eigentlich müsste die Wolke schneien. Ich finde das ein bisschen irritierend. Ah. Mist. Es sieht zwar gerade nicht so aus, aber ich hatte hier auf dieser Strecke, wie ich mal erwähnt hatte, diesen Weltrekord. Könnt ihr mal danach. Obwohl, wenn ich dran denke, tue ich es in die Videobeschreibung. Das war knapp. Die hat keine Sekunde zu früh angefangen zu regnen, sonst wäre ich echt hier runter. Hier stürzt. Manchmal frage ich mich, ich glaube, das habe ich schon mal probiert, da bei dieser einen Stütze von diesen Gondeln, ob man da noch links dran vorbeifahren kann. Ich bilde mir gerade ein, dass ich das auch mal hingekriegt habe, aber es ist. Das sind halt nur so ein Viertel der Autobreite, das ist ein bisschen extrem. Vielleicht ging es doch nicht. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Muss ich irgendwann mal austesten, aber naja. So, ich nehme jetzt den normalen Weg, weil
Stroud im Wetter, nicht? Wobei es wäre gegangen, aber es wäre auch wieder knapp gewesen. Ja. Aber ihr seht schon, die Kurven, die sind echt heftig. Und bis auf Mickey und Carlos liegen auch noch einigermaßen in der Nähe. Tja. Das ist schon eine Hardcore-Strecke. Also das Ganze mit den ganzen Regenbogen-Boulevards nicht vergleichen. Die sind dann noch deutlich einfacher. Aber zum Glück ist hier die CPU nicht ganz so hardcore wie auf den letzten drei Strecken. Vor allem auf den letzten zwei, da ist er richtig an den Fersen geklebt und getackert. Und jetzt, meine Damen und Herren, wechsle ich mal kurz zu Truck. Und zwar machen wir jetzt den Ballonkampf. Nein, nicht das. Ballonkampf auf den vier Dingern hier. Hier ist die Steuerung, ja, so wie auf den niedrigeren Stufen. Ich weiß nicht, auf welcher von den beiden. Jedenfalls steuert man hier ziemlich eng. Also hätte ich ja eigentlich auch mit Goofy spielen können, aber ich nehme jetzt einfach mal Truck, damit ich nochmal einen Fahrer wechseln kann. Und, boah, das lenkt ja brutalst. Und ich muss ja nochmal ganz kurz anmerken, dass das versteht man sonst vielleicht nicht ganz so. Das ist nicht vorgespult, das ist gerade wirklich das Tempo, wie das Spiel abläuft. Das ist hier irgendwie extrem schnell in den Ballonkampfdingern, ist nicht ausgerutscht. Und ich meine Erinnerung zu haben, dass die Gegner hier brutal aggressiv sind. Also, die denken sich da hier, ja, ich bin zwar Mickey Mouse, aber das hindert mich nicht daran, dich umzubringen mit einem Baseballball. Also, ja. Werden wir jetzt noch sehen. Also bisher sind sie noch zu mir noch einigermaßen nett. Gegenseitig haben sie schon einen extrahiert. Ich glaube, es war sogar Mickey. Und, boah, du kannst ja so... Ah, Mist. Wirklich zielen kannst du ja nicht, weil einfach... Das ist ja einfach brutal schnell. Und sowas will ich auch bei Mario Kart, ja? Nicht nur 50 bis 150 Kubik, sondern 50, 150 und 250 oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein... Irgendwas, was richtig schnell ist einfach. Das ist ja nicht schwierig zu programmieren. Wir müssen ja immer bloß die Werte bei der Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen, die Limits. Ah! Böse. BÖSE, der buntöliger Schurken. V schlägt zu. Oh, Vorsicht. Ein Baseball. Ah! Du Sack. Die legen aber auch den Schleim da direkt in die Boxen rein. So richtig heimtückisch. Gut, habe ich vorhin zwar auch gemacht, aber... Bei der CPU finde ich das dreist. Okay, dann muss ich mich beim ersten Mal sogar geschlagen geben. Das ist ja scheiße. Aber jetzt wird gerecht. Jetzt fahren wir im Weißen Haus. Naja, im Garten zumindest. So ungefähr so groß wie das Haus selber. Ja, zumindest in dem Bereich hier. Wenn Barack Obama keine Lust mehr hat, im Haus selbst rumzukarten, dann kann das auch im Garten machen. Mensch, ich hab's wieder so schön geschafft, den anderen zwei Parts nicht zu gehen. Jetzt schlägt's doch wieder zu. Ey, also wenn ich das hier als Video sehen würde und einfach das Spiel nicht kenne, würde ich sagen, das ist vorgespult irgendwie mit doppelter Geschwindigkeit. Aber das spielt sich gerade wirklich in diesem Tempo, wie ihr seht. Ist unfassbar. Uah. Hätte ich fast den Blasenhaini berührt. Ah! Richtig krass. Und krass wie die krasse Krabbe. Die krasse Krabbe. Ja, einer ist schon weg. Boah, also, in Mario Kart kann man Gegner ja noch einigermaßen mit Zielen abschießen. Aber hier kann... Oh! Aber das hat, glaube ich, noch gezählt, oder? Oh, echt. Das ist einfach nur so sinnlose, blutrünstige Durchdrehschlacht. Aber es macht Spaß, also muss ich sagen. Wobei, ich muss echt nach Mario Kart 8 auch mal den Ballonkampf wenigstens mal probieren. Ich habe bisher nur ein einziges Mal da... einen Kampf probiert. Könnte ich mal machen. Ah, oh, ihr Säcke, Mann! Das ist dreist. Das mache ich das aber auch nochmal. Zack. In der Hoffnung, dass jemand reinfährt. Aber es ist bloß noch einer da. Das ist... Ja, ist das Donut oder Mini? Ah, Mini, ja. Mensch. Überall Bälle. Nein, 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 nein. Ja, gewonnen. Puh. Ich muss sagen, in jedem Fall macht das hier, glaube ich, mehr Spaß als in Mario Kart 8, so von dem, was ich rumgehört habe. Wo man scheinbar einfach bloß rumsucht und dann schießt man mal einmal ab oder verfehlt und dann fährt man weiter und dann kommen nur alle 3 Kilometer in der Box. Da muss ich sagen, das ist hier schon
Ja, ordentlich. Ich denke, in Mario Kart 8 könnte das deutlich mehr Spaß haben, wenn zum einen mehr Boxen da sind, zum anderen, wenn man mit dem Speed rumfährt. Ich glaube, das wäre dann auch ganz lustig, wenn der Ballonkampf in 300 Kubik wäre. Das ist einfach krass irgendwie. Warum fährt man ja doppelt so schnell irgendwie wie in den Rennen? Das ist schön, muss man sagen. Wäre auch interessant, wenn man in den Rennen auch mit dem Speed abgehen könnte. Wobei du dann wirklich teilweise, vor allem auf den späteren Strecken, da brauchst du ja Reflexe wie sonst was. Das wäre mal eine richtige Challenge. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon schwer genug. Einfach immer diese Baseballer rumliegen. Diese Baseball-Balls. Na komm, ich krieg wenigstens einen, oder? Donald. Das ist krass, ich drücke auf B beim Driften und mache einfach 5 Pirouetten auf der Stelle. Boah, das kannst du echt nur durch Zufall hier schaffen, jemanden zu treffen. Komm her, zack. Haben wir uns gerade gegenseitig gleichzeitig getroffen oder so? Ist doch egal, ich habe gewonnen, das zählt. Man muss es nicht nachvollziehen, man nimmt den Sieg einfach so an. Okay, und jetzt noch die letzte, MS Motodrome. Das ist eben auch diese Strecke, die es noch als Rennstrecke gibt. Werde ich euch, glaube ich, nachher noch zeigen, kurz im Time Trial. Weil ihr seht ja auf der Karte, das kann man auch als Rundenstrecke benutzen. Haben sie auch. Ich frage mich, ob die das zuerst als Strecke gedacht haben und dann erst als Arena genommen haben. Yeah! Hab dich erwischt. Nein, verfolgt mich nicht. Ja! Nein! Mann! Ich habe gedacht, der crasht jetzt irgendwo in die Wand. Das ist ja richtig dreist. Ja. Wahrscheinlich haben sie irgendwann gemerkt, oh, wir haben 21 Strecken, dann nehmen wir die jetzt. Alter, meine Fresse! Da sieht man gar nicht kommen, wie die einen hier abnudeln. Mit ihren Klambüser-Geschichten. Macht euch da selber einen Sinn draus. Ich weiß selber nicht, was ich sage. Das ist auch nicht von Relevanz. Ich muss einfach bloß reden. Darum geht's beim Let's Play. Spielen und reden. Das muss nicht Sinn machen, was man da so verzapft. So, noch ist ja gar keiner mehr. Die sind alle abgehauen. Wobei einer, glaube ich, schon tot ist, wenn ich das richtig ersehe. Alter. Das ist einfach nur eine blutrünstige Schlacht unter niedlichen Charakteren, die sich unbedingt alle gegenseitig killen wollen. So, stirb! Ja, das geschieht ja richtig. Jetzt werden die Gegner gegrillt. Na gut, die Mäuse geben nicht viel her, aber Donald kann man schon als Brathähnchen anbieten. Gut! Ja, eine Sache, die ich euch aber nicht zeigen werde, ist der Trainingsmodus. Weil da ist einfach bloß so ein Bereich, wo man ein bisschen rumkurven kann. Also es ist jetzt nicht ein von den Strecken, sondern einfach bloß so. Aber das heißt nicht, dass ich es zeigen will. Ich wollte eins weiter. Einfach nur so ein komischer Bereich, wo man ein bisschen rumkurven kann und ein bisschen in der Steuerung gucken kann, aber nichts Besonderes. So, New Orleans ist das hier. Und dann fahren wir jetzt einfach hier gegen den Entwicklergeist. Also es gibt, nochmal erwähnt, pro Strecke zwei Entwicklergeister. Einen mittelschweren und einen sehr schweren. Und hier der einzige Entwicklergeist, der mit Primus fährt. Ich versuche den mal zu knacken. Aber, ja, wie gesagt, die sind nicht ohne. Also das war echt schwierig, die alle zu besiegen. Versuchen wir noch ein bisschen die Münzen da reinzukriegen. Habe ich es überhaupt mal erwähnt? Die sind eigentlich wie bei Mario Kart, machen einen geringfügig schneller, bis man 10 Stück hat. Alle drüber sind eigentlich nicht wichtig. Ja. Ach ja, es ist übrigens so, bei diesem Münz-Item kriegt man 3 Stück, nicht 2. Na, oh, 3 Stück, nicht 2, wie bei Mario Kart 8. Ein Versuch noch, und jetzt machen wir das und finishen im Goal. So richtig auf Deutsch. Und Bams. Ja, so ein Bruchteil vor Grün muss man drücken. Ah. Ich kann es schaffen. Ich bin jetzt ungefähr auf gleicher Höhe mit dem. Das geht schon. Wenn man das ein paar Mal versucht und gut ist, dann gewinnt man das auch. Aber das ist trotzdem echt nicht ohne. Also, ja.
Das muss man hier den Entwicklern zugutehalten. Da haben sie sich Mühe gegeben, gute Entwicklergeister aufzustellen. Entgegen zu Mario Kart 8. Ich meine, wenn es wenigstens so wäre, dass wenigstens ein einziger Geist wenigstens ein bisschen eine Herausforderung wäre, dann könnte man wenigstens sagen, okay, die Goldreifen kriegt nicht jeder. Aber wirklich auf ausnahmslos allen Strecken hatte ich, naja, im Schnitt so 5 bis 15 Sekunden Vorsprung zum Entwicklergeist. Auf dem ersten Versuch. Gut, manchmal waren es nur 3 Sekunden. Das lag daran, dass ich zweimal runtergeflogen bin oder sowas. Ja, aber das habe ich einfach so gelassen. Habe ich den jetzt besiegt? Wahrscheinlich knapp, oder? Na gut. Ich habe das ja früher schon ein bisschen mehr gespielt, das Spiel. Aber auf manchen Strecken waren die echt hart, also. Und ja, um jetzt nicht meine Stats durcheinander zu bringen, benutze ich die gleichen Initialen. Gut, dann war es das von dem Spiel. Ich hoffe, der Einblick hat euch ganz gut gefallen. Viel mehr kann man eigentlich auch nicht zeigen. Aber ist ein ganz nettes Spiel. Definitiv etwas unterbewertet. Okay, dann danke fürs Zusehen. Das war's mit Mickey Speedway USA für den Nintendo 64. Ciao.